Wir sind zurück bei Splatoon und ich habe mir gedacht, ich starte die Aufnahme einfach erst dann, wenn wir auch wirklich diese neue Map kriegen, auf der ich vorher persönlich noch nie gespielt habe. Also ist das jetzt completely blind. Und jetzt gehen wir hier runterspringen, weil das kann man anscheinend. Ach ja. Hoffentlich wollen wir diesmal was reißen. Hier ist schon die erste Zone zum Einfärben. Das mache ich auch. Ey, Levixa! Levixa! Natürlich kommen die sofort zu uns, ne? Ey, ich könnte kotzen. Ey, die sieht echt cool aus, oder? Aber es dauert ganz schön lang, bis man beim... Fickt euch hier! Na, kriegst du noch einen? Na, klar. Weißt du was, wenn die da sind, gehen wir in das andere Gebiet und nehmen das knackig ein. Und wir haben das auch scheinend angenommen. Warte, ich bleib mal hier campen. Oh, wir haben Herrschaft, ihr Nutten. Na, tot? Natürlich bist du tot. Meine Fresse. Ich glaube, ich muss mein Gefühl ins Splatoon ein bisschen mehr hier rauslassen, ne? Weil bei diesem Spiel empfinde ich Gefühle. Viel. Das ist ein Bad der Emotionen, dieses Spiel. Aber hauptsächlich der Aggression. Ja. Und wir liegen fett in Herrschaft. Leck mich. Wir campen in der Wand. In der Wand campen. Neue Tech. Neue Tech. Unbeatable. Unbeatable Tech. Ziel angehalten. So, Lecco Mio. Ich gehe mal wieder direkt ins feindliche Gebiet, damit die hier was zu dummeln haben. Na, bist tot? Natürlich! Ah, irgendwie hat er mich auch noch gekillt. Wahrscheinlich mit Hilfe von Mr. Internet Bug. Oh, guck mal, er versucht in meiner Tinsel zu tauchen. Natürlich, das macht doch jeder normale Mensch. Ah, wir müssen hier einen K.O.-Sieg. Also sieht ganz nach einem K.O.-Sieg aus. Weil die haben irgendwie keine Chance, warum auch immer. Diesmal klappt es anscheinend mit dem Roller. Nö, nö, nö. Wenigstens habe ich dich noch umgebracht, du. Abgeschissenes Stück Scheiße. Und ja, wir sind so gut am Gewinnen. Nur noch 18. Nur noch 18. Dann haben wir die Lage under control. Oh, mein Computer macht Geräusche. Ich glaube nicht, dass man das gehört hat. Doch. Leckt mich, ich gehe in euer Gebiet. Oh. Hey. Irgendwie schaffe ich es immer wieder. Oh, wir haben Herrschaft wieder. Bombe, natürlich. Und, haben wir gewonnen? Ey, wir haben noch gewonnen. Hier, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und jetzt ist Selbstmord. Nee, ich wollte gerade noch Selbstmord machen, aber Junge, Junge, Junge. Das war nicht schwer, die Runde zu gewinnen. Und die Map, die sieht doch wirklich cool aus. Ich werde sie nachher noch privat, glaube ich, ein bisschen öfter, ja, K.O.-Sieg. Ich werde sie privat noch ein bisschen öfter dingeln. Und Alter, kriegen wir dafür Punkte. Obwohl uns das wenig bringt, weil wir schon auf dem höchsten Level sind, was es gibt. Und ja, das war Splatoon mal wieder. Ne, warte. Das war Splatoon schon wieder. 3 Minuten 12. 3 Minuten irgendwas. 3 Minuten irgendwas. Das ist aber ziemlich kurz. Hm. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Ich kann ja hier mal ein bisschen für die Leute, die das... Oh! Gut, dass ich rausgegangen bin. Es ist eine neue Ausgabe der Nachrichten verfügbar. Aha. Ja, ich kann ja mal ein bisschen erzählen, was heute passiert ist. Ich habe so richtig Bone-Eintopf gegessen und dann, ja, war ich im Restaurant und dann, ja. Nichts davon ist wirklich passiert. Die News aus der Stadt, in der liegt Zernion, Inkopolis, ein tentakuläres Hallo. Und nun zu den aktuellen Standardkampfarenen. Trommelwirbel, tada, Kofferfischlager. Und Punkasio Skatepark, meine aller Lieblingsmap, nicht meine Hassmap. Und Rangkampfarenen haben wir die Bohrinsel Nautilus und die Tümblerkuppel, beides eine meiner absoluten Lieblingsmaps, die wir bis später im Laufe der Zeit bestimmt noch sehen werden. Und ja, falls ihr das Spiel selber nicht haben, hier ist also das Ding da vorne, das ist der Online-Turm. Da oben ist der lokale Multiplayer. Da vorne bei dem Gully ist die Story. Ja, es gibt eine Story in dem Spiel. Hat ein sehr geiles Ende. Und ja, hier gibt es so Läden. Hier gibt es so Läden. Da muss ich Sachen kaufen. Hier zum Beispiel bei dem Schrimp da kann ich mir Schuhe kaufen.
Die geben mir dann so verschiedene, hier, schnelle Rückkehr oder sowas. Geben mir dann so Spezialeigenschaften. Hier kann ich mir T-Shirts kaufen. Oh, die Jacke sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und hier Kopfbedeckung. Hier mir so einen Paintball-Helm. Den will ich eigentlich. Was ist das? Eine Brille. Ich habe die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille habe ich ja. Ja, so sieht das dann aus. Und hier ist noch der Waffenhändler. Ein paar Waffen habe ich gar nicht, weil ich fand die irgendwie lame. Besonders diese hier. Obwohl die eine der besten ist. Aber die fand ich irgendwie lame. Und ja, jetzt kann man hier so Sachen kaufen. Und dann stürzt man sich direkt ins Getümmel vom Online-Modus. Und hier sieht man so ein paar, mit denen man kürzlich erst gespielt hat. Der hat nichts zu sagen. Iwata, RIP. Ja, das ist schon echt scheiße, dass der gestorben ist. Der hat unser aller Leben revolutioniert. Ich meine, wer hatte keinen DS? Hattest du einen DS? Du hattest einen DS. Ich spüre es. Du hattest einen. Aber guck mal, die hat ihn sogar gezeichnet. Wie niedlich. Der hat nichts gemacht. Habt ihr ihn gezeichnet oder sowas? RIP Iwata. Ey. Das ist wirklich... Die ganze Lobby ist voll von Iwata-Sprüchen. Und ich würde sagen, wir haben die Länge doch gut vollgekriegt. Und ich bin ein gelber Tintenfisch und sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal.